Schwerer Autounfall auf der B2 bei Böhlen. In Richtung Leipzig unterwegs verlor ein 38-jähriger Autofahrer am Samstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei starkem Regen kam der VW Passat ins Schleudern und überschlug sich. Das Auto krachte mit dem Dach gegen einen Baum. Die vier Insassen, darunter zwei Mädchen im Alter von 8 und 11, wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Polizei entstanden Sachschäden in Höhe von 6.000 Euro. Die Bundesstraße wurde während den Bergungsarbeiten ab der Anschlussstelle Großdeuben bis Mitternacht gesperrt.